10.000 Euro in meiner Hand, wir werden jetzt gleich eine Rolex kaufen gehen für euch. Also ich glaube, die kommt ganz gut an, die schlicht, zeitlos. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zu einem Video, das mir unfassbar viel Spaß macht. Das erste Mal in meiner YouTube-Karriere, dass ich mir eine größere Anschaffung leiste, beziehungsweise mit der Hilfe von Social Swap leiste. Erster Link unten in der Infobox. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid. Ich kann es eigentlich kaum glauben, aber mir wurde eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt. Du! Billy! Na sicher! Das üben wir das nächste Mal nochmal, gell? Du kannst nicht so gut mit Geld umgehen, kann das sein? Naja, sonst wirst du mir auch keine 10.000 Euro in die Hand drücken, damit ich eine Rolex kaufe für irgendwelche Leute draußen. Na sicher! Okay, Freunde, ja, den Rest geben wir nachher noch auf. Ich habe da Geld zur Verfügung bekommen, um mir nicht selbst eine Uhr zu kaufen, sondern eine Uhr für euch zu kaufen. Ich habe hier 10.000 Euro in meiner Hand, wir werden jetzt gleich eine Rolex kaufen gehen für euch. Ihr habt die Möglichkeit, eine Uhr, ich wiederhole, im Wert von 10.000 Euro zu gewinnen. Und alles, was ihr tun müsst, ist einfach den ersten Link in der Infobox anklicken und euch durchzuklicken. In den Links sind Videos, die guiden euch durch die einzelnen Steps. Ihr ladet euch die Wallet runter, ihr kriegt von Social Swap sogar noch ein Budget zur Verfügung, um euch die ersten Steps anzueignen im Krypto-Business und dabei auch noch Geld zu verdienen. Easy as fuck, es waren schon einige von euch am Start, die das genutzt haben. Warum auch nicht, man kann auch nur gewinnen. Unter all den Leuten, die hier mitmachen, und das sind mittlerweile noch gar nicht mal so viele, die Chancen sind relativ hoch, suche ich 5 Leute aus, die gegeneinander antreten und die Chance auf eine Rolex haben, Freunde. By the way, vielleicht interessante Side-Info, es ist vollkommen irrelevant, wo ihr herkommt. Wenn ihr eine längere Anreise habt, dann wird die Unterkunft von Social Swap zur Verfügung gestellt. Also, es muss keiner auf der Straße schlafen. Und jetzt geht's los. Bargeld haben wir, ihr seid ready. Wir machen uns auf den Weg und suchen uns eine nette Uhr aus. Bin gespannt, was ihr alles am Start habt. Jetzt sagen wir quatschen nicht länger. Geld nehmen wir mit, steckt mal ein. Geldbörse ist für Anfänger. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar über die nahe Zusammenarbeit mit Social Swap. Also wir stehen da im Schulterschluss gemeinsam, um diese Dinge möglich zu machen. Wir machen uns jetzt am Weg. Time Lounge, erster Bezirk. Dort haben wir einige gebrauchte Uhren. Wir schauen, was wir im Preis zwischen 9.000 und 12.000 Euro finden. Nice wäre sowas in die Richtung Datejust. Da hätte ich Bock drauf. Ich glaube, das kommt sehr gut bei euch an. Das geht immer. So, das findet jeder nice, oder? Dazu sagen muss, 10.000 Euro für euch auszugeben, macht mich schon ziemlich, ziemlich. Ankunft beim ersten Uhrenstore. Feinste Uhren, beste Preise. Das werden wir gleich mal checken. Danke. Jawohl. Wir haben jetzt da die ersten zwei Modelle. Ah, okay, in einem Grau. Die ist, glaube ich, eine, die spricht die breite Masse an. Die ist sehr, sehr schön. Ja, vor allem das Mitternachtsblau. So, ja. Also ich glaube, die kommt ganz gut an. Die schlicht, zeitlos, passt überall dazu. Kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl. Die ist auch sehr schön, finde ich, aber ich glaube, die gefällt nicht jedem. Im Vergleich zu der mit den grünen römischen Ziffern finde ich die blaue fast das erste besser. Wir haben jetzt einen Preis bei der. Also 10.250 ist die blaue. Die ist bei 10.000. Okay. Ich hätte dann noch eine Milga aus. Ja, das ist natürlich günstig, oder? 9,5. 9,5, genau. Und das ist die Submarine. Ah, die Submarine. Wissen Sie, von welchem Baujahr die ist? 10,9. Also knapp 11.000 Euro. Schwarz, schlicht. Mit der doppelten Schließer, genau. Natürlich auch ein schönes Modell. Reden wir nicht lange. Kann man schon mal einpacken. Genau. 10 passt. Ja. Gut, perfekt. Also wir nehmen die blaue. Wir haben noch ein bisschen den Preis drücken können. Sehr schön. Das sind so gute Verhandler, oder? Ja, wir hatten auch nur 10, was wir jetzt machen. Entschuldigung. 6, kurzer Prozess. So schnell kann es gehen. Uhr ausgesucht, blau, nehmen wir. Passt, vielen Dank. Das sind Boxenpapiere. Jawohl. Nehmen wir das mal. Ja, klar. Dankeschön. So, ich glaube, da braucht man immer viel herzeigen. Da kriegt man natürlich alles dazu. Kommt alles zum neuen Besitzer. Also derjenige, der die Uhr gewinnt, hat alles mit dabei. Seine Uhr, seine Box, seine Tweet, also darf. Darf ich Sie bitten, mit mir zur Geldmaschine ja. Gehen? Bitte. Gut, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Perfekt. Wir haben eure Uhr, Leute. Wir haben einfach eure Uhr im Wert von 10.000 Euro gekauft. Crazy. Gehen wir was essen, oder? Jetzt noch die Möglichkeit, bewerbt euch. Erster Link in der Infobox, folgt den Schritten.
und habe die Chance auf diese Uhr. Das ist kein Spaß, kein ich weiß gar nicht, ich kann es selber nicht glauben, aber die Uhr kann einfach dir, der du gerade zuschaust, dir gehören. Und das schon bald. Folgt den Schritten in der Infobox, habt die Möglichkeit, so oder so, ihr steigt das Gewinner aus. Let's go. Ja, warum das Video nicht so beenden, wie wir eng in Zusammenarbeit das Video begonnen haben? Freunde, ihr wisst Bescheid. Es gibt nicht mehr zu sagen. Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Es ist ein Ding von 2 bis 3 Minuten. Ihr kriegt Geld geschenkt und habt die Möglichkeit, diese Rolex, ich krieg's nicht nochmal nach oben, zu gewinnen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, ich verlinke euch jetzt auch hier. Und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann vielleicht schon mit dir gemeinsam beim Rolex-Gewinnvideo. Das war's von mir, euer Maximilian.